Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Tomb Raider. Ja, wir sind. Okay. Mir ist ein kleines Malheur passiert. Am Ende des letzten Partes hat man eine kleine Cutscene gesehen. Die ist nicht komplett drauf. Das weiß ich. Ich habe auch gedacht, ich könnte die so mit aufnehmen. Ich hatte auch irgendwie, ich weiß nicht, 1,5 Monate Zeit dazu. Mal eben gucken. Eventuell sehe ich das ja. Ich stelle mich hier einfach mal gegen eine Wand hin, dann laufe ich einfach nur dagegen. Ja, es ist etwas über einen Monat her. Um genau zu sein, heute haben wir den 18.12. Das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, war 6.11. Ja, viel ist leider passiert. Schlechtes bei mir privat. Deswegen habe ich nicht so aufgenommen und auch nicht so hochgeladen. Und deswegen kam auch Final hoch. Fleischbällchenwerfer. Ich nehme die Magnums. Ja, auch wenn jetzt gleich gesagte Person diesen Part hier vielleicht niemals sehen wird, gehe ich mal von aus, möchte ich mich doch ganz herzlich für die Unterstützung bedanken, und zwar an die liebe Lu. Ich hoffe, man hat es bei der Explosion jetzt auch gehört noch. Ja, auf jeden Fall. Da kommt doch auch noch in so einem Vieh raus. Sag ich doch. Dank ihr bin ich auf jeden Fall nicht komplett wahnsinnig geworden. Oder sonstigen Kram. Ja. Nichtsdestotrotz, ich werde auch heute wohl nicht komplett aufnehmen. Also das gesamte Level über. Wie eigentlich auch schon in den letzten Aufnahmen. Was man vielleicht auch hören kann, ja, ich habe ein neues Headset. In der Zwischenzeit habe ich mir übrigens zwei Headsets geholt. Also, das eine war nun ein verdammter Fehlgriff gewesen. Gott, da war das Mikrofon so unglaublich rasant genial. Klammer auf, nicht Klammer zu. Dass ich mir dann gleich ein zweites noch geholt habe. Lustigerweise war da das Mikrofon allerdings auch nicht gerade so das Beste. Auch wenn das bei einem Video dann doch ein bisschen anders sich angehört hat. Der Grund, warum ich das jetzt allerdings so gut hingekriegt habe, ist, ich habe den USB-Dongle benutzt. Ich benutze von dem anderen Headset das, was unglaublich scheiße ist, das den USB-Dongle für. Und deswegen funktioniert das. Also von daher, scheiß drauf. Ja. Wir befinden uns übrigens gerade im vorletzten Level, auch von Tomb Raider, nämlich Atlantis. Und ich kann mich hier noch an sehr viel erinnern und ey!
So. Habe ich jetzt bis auf das eine hier alles geöffnet? Sieht so aus. Die Tür wird sich immer noch nicht öffnen. Ich bin jetzt gerade echt am Rätsel raten, wie ging es hier weiter? Das Level hat übrigens drei Secrets. Eins ist davon zeitenbasiert, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Planlosigkeit schlägt wieder zu. Ja. Auf jeden Fall so viel erstmal dazu. Zu den gesamten Geschehnissen. Wobei dazu gesagt sein sollte, ich wäre nicht wahnsinnig geworden. Ich glaube, ich wäre einfach nur was ganz anderes geworden. Keine Blöcke, kein Links, kein gar nichts. Ja. Guten Morgen. Oh, Scheiterrätsel. Gehen wir einfach hier weiter. Und hier wird sich jetzt nun das Tor öffnen. Wuhu. Und hier haben wir es auch schon, das erste Secret. Bestehend aus Magnum-Munition. Natürlich, ich stehe genau zwischen. Ja. Wir haben auch schon Kollege Flattermann und Söhne auch gehört.
Den niete ich jetzt aber einfach mal um. Sofern mir das natürlich auch genehmigt wird. Da es nicht der Fall ist, werde ich es jetzt doch nicht tun. Ich meine nicht, dass das ein Secret ist. So nah sind die jetzt nun nicht beieinander. Ich hatte nämlich gerade doch die Gentaste gedrückt gehabt, aber Lara meinte mal wieder, nö, sie müsste laufen. Hallo Fliegender, bleib bitte für immer da drin, danke. Oh jawohl, hier ist ein Speicherkristall. Hier ist auch wieder ein Phänomen für sich. Danke. Diesen Tod habe ich jetzt gebraucht. Ich habe gerade gespeichert. Aber es ist gut zu wissen, ich brauche hier Anlauf. Hallo Stein. Tschüss Stein. Mögest du nie wiederkommen, danke. So. Man könnte ja jetzt doch denken, was mache ich jetzt hier? Einfach mal kurz weiterspringen hier und dann runterrutschen lassen. Das ist aber nicht der Fall. Hier befindet sich tatsächlich Secret Nummer 2. Bestehend aus einem großen Medipack. Nochmal Magnum-Munition und Uzi-Munition.